Küster GmbH. Seit 2002 Ihr Partner aus Remscheid für alle Arbeiten rund um den Bau. 22 Mitarbeiter sind offen für all Ihre Fragen. Vom Straßen- und Wegebau über Abbrucharbeiten bis hin zum Trockenbau. Wir erledigen alles schnell, effizient und zuverlässig. Sie wollen Ihr persönliches Wunschbad? Bei unserer 3D-Planung richten wir uns ganz nach Ihren Vorstellungen. Das Ergebnis erleben Sie bequem auf dem Tablet oder Smartphone. Küster GmbH. Modern, zukunftsorientiert, innovativ. Heute sind wir an der Raststätte in Remscheid. Die Aktion Kochen für Helden wird von uns schon seit Wochen begleitet. Und heute, ja, Marc und Anja Ronge hier an der Raststätte. Marc, deine Idee war es ja, die Lkw-Fahrer hier mit einer warmen Mahlzeit und Nachtisch zu bedenken. Wie war's? Ja, also generell wurde ja nach guten Ideen gefragt und da fiel mir das ein, da ich hier nah an der Raststätte wohne und ja auch wusste, dass die Lkw-Fahrer in der Corona-Krise auch nicht so ganz leicht hatten. Und wie war's, den Brummifahrern eine Mahlzeit mal reinzureichen, in unterschiedlichen Sprachen mit denen zu kommunizieren? Genau, das war zum Teil sehr witzig, da wir ja uns erstmal verständlich machen mussten, was wollen wir überhaupt. Wenn da auf einmal jemand an die Tür klopft, war der ein oder andere kritisch, aber letztendlich haben sie alle total gefreut und fanden die Aktion gut. Ja, danke schön, Marc. Also, das die Ronges und ja, wir schauen uns mal an, den einen oder anderen Lkw-Fahrer, wie er die Mahlzeit bekommt und wir holen uns auch mal die ein oder andere Reaktion ein. Unter anderem von einem slowenischen Fahrer, den ich mal gefragt habe, wie ist denn die Situation in Deutschland und in Europa? So, it's difficult, but in Germany it's perfect. We can take a shower. The Tankstelle, it's open for us. But in Belgium, Holland, we cannot take a shower. And to be clean, it's most important with our job, you know. Only that. But in Germany, it's okay, super. So, da wird gerade eine Mahlzeit übergeben und da fragen wir mal direkt, wie ist es denn jetzt hier mit so einer warmen Mahlzeit bedacht zu werden? Das finde ich wunderbar. Wie ist die aktuelle Lage in Deutschland auf den Autobahnen für Sie als Lkw-Fahrer? Zurzeit etwas entspannt, es ist ruhiger wie vorher. Und sonst die aktuelle Lage, Sie fahren nur in Deutschland oder müssen Sie auch ins Ausland? Ich fahre nur in Deutschland. Danke. Jetzt habe ich einen Fahrer aus Ludwigslust und der hat auch das Glück, hier bei dieser Aktion Kochen für Helden bedacht zu werden. Ja, wie ist es denn momentan als Lkw-Fahrer? In den Medien kommt es ja durch, dass man systemrelevant ist. Kriegen Sie das überhaupt mit? Ja, also kann ich so nicht sagen. Nein, also es wird vielleicht so dargestellt, aber ich sag mal, hundertprozentig merkt man das so nicht. Wie ist es denn heute bei so einer Aktion Kochen für Helden bedacht zu werden, dass man als Alltagsheld mal zumindest heute hier in der Raststätte in Remscheid Anerkennung bekommt? Ja, da muss ich sagen, bin ich ja fast sprachlos. Ist eine coole Sache. Also bin ich sehr begeistert von. Finde ich echt gut. Und wie ist die aktuelle Lage auf deutschen Autobahnen? Können Sie ganz normal duschen, Toiletten benutzen oder gibt es da ja, Restriktionen oder Einschränkungen? Es gibt mit Sicherheit Einschränkungen, ja. Aber ich sag, man kennt so seine Stellen. Da kann man ohne Probleme auch duschen und die Toilette benutzen. Also das funktioniert schon im Groben und Ganzen, funktioniert das schon. Das also ein paar Impressionen und Reaktionen hier von der Rastanlage in Remscheid. Die Brummifahrer haben sich über das Essen gefreut und wir konnten ein bisschen erfahren, dass es gar nicht so schlimm ist im Moment in Deutschland. Also die schlimmen Momente mit geschlossenen Duschen, keine Möglichkeit auf Toilette zu gehen, das scheint wohl gebannt zu sein, aber trotzdem ein großes Dankeschön sollte man den Lkw-Fahrern trotzdem machen, denn ohne sie würden wir das ein oder andere zu essen nicht zu Hause haben und viele, viele andere Sachen auch.